herzlich willkommen zu einem der heftigsten Mysteries, die ich seit langem produziert habe. Immer wieder befassen wir uns in den Videos mit übernatürlichen Phänomenen und spannenden Geschichten. Und ihr wisst ganz genau, wie kritisch und rational ich oft an diese Thematik herangehe. Aber die Erlebnisse, die wir heute gemacht haben, lassen sich für mich persönlich einfach nicht anders erklären, als dass es da irgendetwas geben muss, was unsere Vorstellungskraft übersteigt. Nämlich das Paranormale. Schaut dieses Video bis zum Ende, von vorne bis hinten. Und das meine ich wortwörtlich, wirklich jede Minute. Und vertraut mir, ihr werdet es nicht bereuen. Genauso wenig, wie ihr es nicht bereuen werdet, mir an dieser Stelle bis zum Ende zuzuhören. Denn ich habe mal wieder einen Kooperationspartner und es gibt etwas für euch zu gewinnen. Nämlich geht es um meinen absoluten Lieblingskooperationspartner. Ganz, ganz liebe Grüße gehen raus an Wolfgangs. Nämlich haben die mir mal wieder ein wunderbares und vor allem neues Messer zukommen lassen. Dieses neue Messer nennt sich das Lupus-Messer. Und das Krasse an diesem Messer ist, und das habe ich bisher auch noch so gar nicht in meinem Arsenal, ist, dass die Klinge von vorne bis hinten sich komplett durch dieses Messer zieht. Das kommt eigentlich aus dem Wilden Westen und nennt man Fulltang-Messer. Und das sorgt eben dafür, dass das Messer extremst stabil und hartnäckig ist. Die Klinge selber ist aus sogenanntem D2-Stahl. Das ist eins der robustesten, rostfreien, aber auch schnittfähigsten Stahle, die man so ja in Messer verarbeiten kann. In meinem Falle jetzt hier habe ich die Kydex-Scheide mit einem Tech-Lock- und Beltloop-Tragesystem, sodass man es sich quasi ideal an taktische Hosen, Gürtel oder sonstiges festmachen kann. Alternativ gibt es aber auch noch eine Lederscheide mit Dangler. Das allerbeste ist aber, dass alle diese Dinge, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, auch konfigurierbar sind tatsächlich. Es ist das zweite Messer, was über den Online-Shop von Wolfgangs, über den Baukasten quasi selber konfiguriert werden kann. Ihr könnt so quasi die Klinge anpassen, den Griff und auch die Scheide, die dazu mitgeliefert wird. Der Kauf eines Wolfgangsmesser unterstützt nämlich gleichzeitig zum Beispiel krebskranke Kinder, da sich Wolfgangs an der Kinderkrebsstiftung beteiligt und auch generell in Vergangenheit hat sich einfach bewiesen, zum Beispiel auch beim Winterbiwak, dass Wolfgangs immer mal wieder gerne für den guten Zweck viel Geld raushaut. Ihr tut also nicht nur euch selber etwas Gutes, wenn ihr euch so ein Messer hier bei Wolfgangs gönnt, geht doch einfach mal auf deren Seite und benutzt gerne meinen Rabattcode LEON10, um 10% zu sparen. Und am Ende des Tages tut ihr euch selber was Gutes und unterstützt einen guten Zweck und ihr unterstützt noch zusätzlich mich. Besser geht's gar nicht, Leute. Also macht das auf jeden Fall. Jetzt noch ganz kurz zum eigentlichen Gewinnspiel. Falls ihr 10x 50 Euro Gutscheine für den Online-Shop von Wolfgangs gewinnen wollt, geht das ganz einfach. Gebt einfach bei Google ein wolfgangs.de/leontv und tragt euch dort mit euren Daten ein und ihr nehmt automatisch an diesem Gewinnspiel teil. Wer da nicht vorbeischaut, Leute, der hat wirklich eine gute Chance auf gutes Geld verpasst. Von daher, ja, schaut gerne in die Beschreibung. Da ist alles auf jeden Fall nochmal verlinkt. Jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema. Wir begeben uns heute zu dem wahrscheinlich bekanntesten Moorgebiet in ganz Deutschland. Dem Windeby Moor. Moorgebiete generell sind für ihre mystische Atmosphäre und sogar geisterhaften Erscheinungen bekannt. Durch die vielen Moorleichenfunde der letzten Jahrhunderte ist es nämlich so, dass man sich erzählt, dass die Geister der dort Verstorbenen in Form von Irrlichtern die Menschen in die Moore treiben, um dort deren Seelen einzufangen. Und genau so trägt es sich bei dem sagenumwobenen Windeby Moor zu. Denn vor genau 70 Jahren wurden hier zwei verstörende Funde gemacht. Dazu erzähle ich euch aber im Verlauf des Videos mehr. Die Frage ist nur, was hat es mit diesen verstörenden Funden auf sich? Ist es wahr, dass die verlorenen Seelen der Verstorbenen in den Moorgebieten immer noch umherwandern? Mit zwei ganz besonderen Spezialgästen und meinem besten Freund Berghand gehen wir der Sache auf den Grund. Bei Nacht. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem neuen
Mysteries. Mein Name ist Leon. Mein Name ist Berkan. Wir haben hier zwei Spezialgäste. Nummer eins ist Sander Stories oder Alexander, könnte ich mich auch nennen. Er ist tatsächlich das erste Mal mit uns unterwegs. Wir kennen uns schon jetzt eigentlich ein bisschen länger, aber jetzt ist es endlich zustande gekommen. Wir sind hoch im Norden und ich freue mich sehr, dass du dabei bist, ich Alex. Wirklich, das sehr, wird richtig sehr, gut. Sehr, sehr toll. So, und natürlich den Stefan Typen, von Let's Urbex, ne? Den Typen kennt ihr, glaube ich, auch. Der war nämlich schon in einigen Videos mit dabei und Der ist in Ordnung. Ich bin die Moorleiche hier. Ich würde sagen, wir gehen los. Wir sind nämlich schon hier am Anfang vom Windeby Moor. Hinter uns seht ihr vielleicht doch hier und da mal ein kleines Lichtchen. Aber davon werden wir uns immer weiter entfernen und ins Moorgebiet reinlaufen, wo dann auch damals die Moorleichen gefunden worden sind. Ihr habt ja gerade die grobe Geschichte dazu gehört. Leute, ihr glaubt gar nicht, wie gespannt ich bin. Das ist ein sehr besonderes Video. Guckt mal, wie viele Leute wir sind. Und ich bin sehr gespannt, was wir so hier über diesen Ort herausfinden und ob es hier wirklich, wie man sich erzählt, spuken soll. Leute, schaut mal, auch der Lehrling schon wieder mit der riesigen Tasche, wo das ganze Geisterjagd-Equipment drin ist. Mit dem rutschigen Boden noch. Mit dem rutschigen Boden, perfekt. Viel schöner. Also dafür gibt es alleine schon ein Like, würde ich sagen. Auch die Atmosphäre ist ein richtiges, es nieselt so richtig, ist so leicht nebelig. Und Alex, du sagtest vorhin schon, das ist generell so eine Gegend, wo es super schnell sehr nebelig werden kann. Ja, das kommt hier immer wieder mal vor, weil eben einfach diese Moorlandschaft ist. Und durch die Feuchtigkeit, die dann da aufsteigt, geht das teilweise relativ schnell. Wenn dann das Wetter umschwankt, dass du hier vorbeikommst und innerhalb von 10, 15 Minuten ist auf einmal alles voller richtigen, dichten Nebel, wo du wirklich durchschneiden könntest und du kannst keine 5 Meter gucken. Krass. Und das wird wahrscheinlich auch der Hauptgrund dafür sein, dass hier eben ab und zu mal Leute verschwunden sind und nie wieder aufgetaucht sind. Oder wenn sie auftauchten, dann eben irgendwo im Moor versunken. Ich hoffe, wir machen heute nicht so einen Fund. Nee. Also ihr seht auch, es ist echt eine düstere Atmosphäre, wenn man hier so lang läuft auf diesen super matschigen Wege. Und hier links und rechts sieht man auch, da ist überall Moor. Ach guck mal, hier gibt es auch so einen Trampelpfad, ne? Sollen wir den einfach mal langlaufen? Ja, lass mal fahren. Okay, let's go. Stefan landet selber im Museum. Also Leute, es ist wirklich nicht ganz ungefährlich, weil dadurch, dass es hier wirklich teilweise einfach Moos, hier zum Beispiel, ne, das ist so, man würde es gar nicht erwarten, sobald man ein paar Schritte weiter macht, sinkst du schon komplett ein, wahrscheinlich. Ich bin mal ein bisschen vorsichtiger hier. Also, ja, da gehen wir rüber, ne? Würde ich auch sagen, der Berghand, der geht als erstes, geht als erstes. Ist ja der Lehrling. Mit der Tasche. Balance halten, da drauf, Junge. Los, Berghand, komm. Zeig mal für die YouTube-Zuschauer, was du so alles machst. Was das auch für eine feste Brühe ist, ne? Wie das da drin steht, die ganzen Blätter. Ja, das ist wahrscheinlich auch echt tief, ne? Ja, du sinkst ja in den Schlamm ein, also kannst ja gar nicht wirklich sagen. Ja. Und der bekommt immer nachgehend weitere Feuchtigkeit, sodass das einfach wirklich nicht fest wird und du sagst immer weiter. Ja, und dann kommst du nicht mal raus, so. Das könnte mal alles Moor gewesen sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Ha? Jetzt ist ein See raus geworden. Ja, durch viel Regen und so weiter. Oder einfach so ein Toter, der einfach auftaucht und dir direkt in die Augen guckt. Oh Gott. Fängt schon gut an jetzt wieder hier. Ah. Gruselgeschichten. Oh, da fängt schon an, siehst du? Großer Vogel war das, glaube ich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ne, es gibt nicht viele Orte, wo ich auch wirklich so erwarte, dass wir Ergebnisse bekommen und dass sowas passiert, aber bei diesem Ort habe ich schon irgendwie eine Erwartungshaltung, ne? Weil es hier auch so faktisch belegt ist, dass man einiges gefunden hat, dass das, ja auch wie man die Leichen gefunden hat, ne? Wirklich erdrosselt und alles, da fragt man sich schon, wie kann sowas sein, wie kann sowas passieren, ey? Also ihr seht, hier sind auch wohl immer mal wieder andere Leute. Ihr seht, das ist so ein bisschen trampelpfadmäßig hier. Kein Wunder. Moorleichenfunde sind seit Beginn schriftlicher Aufzeichnungen bekannt und kommen gar nicht so selten vor. Früher vermutete man, dass es sich dabei um Verunglückte handelte. Doch nach neuen Erkenntnissen vermutet man, dass es sich bei vielen der Leichen um Menschenopfer, hingerichtete oder geopferte Verbrechern handeln muss. Ein beunruhigender Gedanke. Halt wirklich hier links und rechts überall so
einfach, ja, Sümpfe, Moore, ist echt krass. Guck mal, wenn du jetzt nicht genug Licht hast, ne, wenn du dir jetzt vorstellst, so vor 200 Jahren, eben nicht mit so einer Taschenlampe, sondern vielleicht nur mit einem Feuerzeug oder so und du dich verläufst, dann laufst du so lang und auf einmal knallst du hier direkt rein. Ne? Ja. Und wenn das eben dann in dem Moment kein See war, sondern tatsächlich so ein aktives Moor. Zumal du siehst ja auch, das geht teilweise echt mal eben ziemlich steil runter. Ja. Das kann schon gefährlich sein, ne? Das erste Paranormale. Das erste Paranormale bin ich. Unerklärbar, wie ein Mensch so schön sein kann. Stefan hat die Witze schon satt. So Leute, tatsächlich ist es wirklich so, dass wir schon 2 Tage unterwegs sind hier im Norden und wir bisher gar kein Glück mit Lost Places haben. Wir haben einmal versucht, ein Video zu drehen, aber selbst da sind wir nirgendwo reingekommen. Die Tour ist ein bisschen nicht ganz so geplant wie gelaufen. Deswegen habe ich umso mehr Hoffnung geplant in die gelaufen. Heutige Nacht. Ich bin geplant sehr gespannt. Geplant wie gelaufen? Geplant wie oh, gelaufen? Habe ich gar nicht, ja. Müssen deine Lügen ertappen hier. Tatsächlich eine interessante Frage, Leute. Und Alex kennt so ein bisschen die Antwort darauf, weil, weiß nicht, mir war es nie so richtig bewusst. Die Frage nämlich, warum Geister oder böse Präsenzen vielleicht auch besonders so um 3 Uhr aktiv werden. Ja, also letztendlich geht man eigentlich davon aus, so habe ich mich da relativ schlau gemacht, was das angeht, dass man davon spricht, dass Jesus im christlichen Glauben, also Jesus Christus, um 15 Uhr nachmittags gekreuzigt wurde und dann gegenüber davon um 3 Uhr nachts alle bösen Mächte im christlichen Glauben das Ganze gefeiert haben. Und dementsprechend seitdem 3 Uhr nachts als die Stunde der Dämonen und des Teufels gilt. Weshalb viele Leute eben genau um diese Uhrzeit rum, mitten in der Nacht, dann auf die Suche nach solchen Präsenzen gehen. Was das Ganze für uns natürlich sehr spooky macht. Das ist gerade voll cool. Du siehst aus wie so ein Gruselgeschichtenerzähler mit der Lampe von unten. Ne? Das ist wirklich, ja. Die Atmosphäre stimmt. Also ich bin, boah Mann ey, ich habe richtig Bock. 4 Grad? Ja doch, das kommt hin. Ne? 4-5 Grad auf jeden Fall. Richtig Phasmophobia-Style, Leute, wenn es jetzt gleich auf einmal in die Minus gerade geht. Den Atem sieht man schon mal ein bisschen, dann wissen wir, vielleicht stimmt irgendwas nicht. Dazu muss man sagen, der See um uns rum, also hier ist einer, auf der anderen Seite noch einer, beide sind tatsächlich gefroren. Das ist uns auch erst im Nachhinein aufgefallen. Wir sind davon ausgegangen, wir haben hier ein offenes Wasser, aber tatsächlich ist da eine kleine Eisschicht drüber, obwohl wir eben noch in den Plusgradbereichen sind. Auch sehr merkwürdig, dass hier eben in einigen Bereichen so eine Kälte herrscht. Im Grunde können wir ja mal in die Kommunikation gehen und versuchen, mit irgendetwas zu kommunizieren. Wie machen wir es? Wollen wir alle immer so ein bisschen Fragen stellen oder sollen wir erstmal sagen, dass wir eine Person, die so in die Hauptkommunikation geht? Ja. Wie wollen wir es machen? Macht ihr beide mal. Können wir auch mal, ja, dass wir uns irgendwie abnehmen. Ich würde sagen, Stefan ist also nicht gläubig. Auch dein Stefan Anhang. Ist Atheist. Geisterartist. Was aber auch sehr wertvoll ist, dass man jemanden dabei hat, der eigentlich von vornherein sagt, ich glaube da überhaupt nicht dran. Weil sonst verleitet das eventuell dazu, dass wenn man doch irgendwie sagt, könnte schon was dran sein, dass man sich dann direkt irgendwie auf alles stürzt, was man irgendwie findet. An sich reinsteigert. Dass man sich reinsteigert. Ja. Wenn aber jemand dabei ist, der sagt, ja, komm mal Leute, das wird wahrscheinlich nicht unbedingt paranormal gewesen sein, denke ich schon, dass das einem auch bei so einer Untersuchung ganz gut tut. Wir sind jetzt alle nicht so drauf, dass wir sagen, hundertprozentig gibt es das, wir brauchen keine Beweise. Wir sind ja keiner von uns tatsächlich, ne? Also jeder von uns hier, der hier steht, würde die Frage, ob es Geister gibt oder nicht, nicht hundertprozentig mit Ja oder Nein beantworten. Ne? Und um diese Antwort eben zu erleichtern, sind wir ja hier, um eventuell richtig. Dann doch Nachweise und Hinweise zu finden. Also mein Name ist Leon. Ich freue mich sehr hier zu sein und hoffe, dass wir mit der ein oder anderen Präsenz, vielleicht die hier ist, Kontakt herstellen können. Vielleicht möchte ja irgendjemand, der hier am Windaby Moor ist, mit uns kommunizieren. Also mein Name ist Alexander. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir hier mit irgendjemandem kommunizieren können, der sich hier in unserer Nähe befindet, eventuell auch eine Verbindung zu diesem Moor hat. Ich mache das Ganze auch nicht das erste Mal. Ich habe wahrscheinlich schon mit einigen Präsenzen sprechen dürfen. Dementsprechend möchte ich dir auf jeden Fall versichern, wer auch immer du bist, du kannst dich bei uns sicher fühlen. Wir wollen dir nichts Böses, wir kommen mit Respekt und mit guten Absichten und möchten einfach nur erfahren, wie es dir geht, wo du bist, ob du uns irgendetwas über dich berichten kannst. Vielleicht
kannst du dich uns ja erkenntlich zeigen. Du kannst natürlich auch alle anderen Möglichkeiten nutzen. Wir haben da vorne auch noch ein anderes Gerät aufgebaut. Wenn du dich diesem Gerät näherst, ich mache jetzt einfach mal probeweise, wenn du hier an diese Antenne kommst, dann löst du ein Signal aus. Das soll dich nicht erschrecken, genauso wenig wie alle unsere anderen Geräte dich erschrecken sollen. Du hast trotzdem die Möglichkeit, dich darüber bemerkbar zu machen, wenn du unserer Gruppe irgendwie beitreten möchtest. Wir sind jetzt, glaube ich, einfach erstmal still und warten auf eine erste Antwort. Gibt es hier irgendeine Präsenz, die gerne mit uns kommunizieren möchte? Ist irgendjemand hier? Wir wären extremst dankbar, Kontakt mit dir herzustellen. Also Leute, tatsächlich ist es jetzt so, es sind gerade bestimmt jetzt eine Viertelstunde oder so vergangen. Mein Objektiv ist gerade einfach wieder kaputt gegangen. Also das war sogar in der Werkstatt, vielleicht könnt ihr euch sogar erinnern. Es hat doch die ganze Zeit funktioniert und plötzlich jetzt, wo wir hier sind, ich will halt nicht sagen, dass es jetzt paranormal ist oder so, aber es ist schon irgendwie komisch, dass ausgerechnet jetzt die Elektronik von meinem Objektiv wieder kaputt ist. Ein bisschen komisch. So. Also Leute, schon wieder jetzt das nächste. Das Gimbal spinnt jetzt auch noch. Also irgendwie die Elektronik will heute nicht. Ist das schon wirklich ein bisschen komisch. Also War dein Geräusch? Ja, da huscht die ganze Zeit. Ich glaube, das ist ein Hase oder irgendwas huscht da hinten die ganze Zeit durch den Laub. Ich glaube, der kommt auch immer näher. Ich glaube, der ist neugierig. Ich habe irgendwas anderes gehört. Das hat sich ein bisschen wie eine Stimme angehört. Oder so ein Fuß oder so ein... Ich habe nichts gehört. Ich sehe auch nichts. Vielleicht irre ich mich aber auch. Also, wollen wir hier bleiben? Wir können auch theoretisch zu dem genauen Punkt, wo die Leichen gefunden worden sind, vielleicht... Können wir auf jeden Fall machen. Weil, also, wir können jetzt natürlich auch hier die anderen Geräte auspacken, aber wir haben jetzt hier schon relativ wenig. Ja, können wir auf jeden Fall machen. Würde ich auch sagen. Ja, ne? So Leute, tatsächlich gehen wir jetzt zu genau dem Punkt, wo die Leichen damals gefunden worden sind. Vielleicht haben wir dann ein paar bessere Ergebnisse. Die beiden Moorleichen von Windeby wurden fast zeitgleich und nur wenige Meter voneinander entfernt vor genau 70 Jahren, 1952, gefunden und stammen aus der vorchristlichen Eisenzeit. Die erste ist bekannt als der Junge von Windeby, wobei viele Jahre geglaubt wurde, dass es sich um ein Mädchen handelt, welches zur Strafe wegen einer Ehebrechung in den Moor getrieben wurde. Neue Befunde zeigen aber, dass der Körper männlich ist und eine schwere Kieferinfektion vorweist, die Todesursache gewesen sein könnte. Warum er hier im Moor lag, bleibt ein Rätsel, genauso wie die zweite und weniger gut erhaltene Moorleiche, genannt der Mann von Windeby. Viel weiß man nicht, aber das, was man weiß, ist sehr verstörend. Der Körper wurde an 8 Birkenknüppeln fixiert. Er war nackt und hatte eine Haselrute um den Hals, welche vermuten lässt, dass er erdrosselt worden ist. Also tatsächlich sind wir jetzt genau an der Stelle, wo die Moorleichen gefunden worden sein sollen. Lasst euch nicht irritieren, im Hintergrund sind schon ein paar Wohnhäuser in der Nähe. Das ist jetzt ziemlich nah an der Wohnsiedlung. Ändert aber nichts an dem Fakt, dass es hier genau spuken soll. Also Leute, wir haben uns jetzt hier ein kleines lyrisches Gedicht rausgesucht, in dem geht es tatsächlich um ein Moor. Wir dachten, das wäre vielleicht ganz passend, dass wir das Ganze ein wenig vortragen, um jetzt möglichen Präsenzen hier in der Gegend zu zeigen, dass wir uns auf diese Gegend einlassen möchten und respektvoll mit den Geistern und Seelen, die hier vielleicht umherschwirren oder ihren Frieden nicht gefunden haben, Kontakt aufzubauen. Wir lesen jetzt einfach mal ein paar Zeilen vor und halten ein wenig inne, um jetzt hier die Atmosphäre auf uns einwirken zu lassen. O schaurig ist's übers Moor zu gehen, wenn es wimmelt vom Heiderauche, sie wie Phantome die Dünste drehen und die Ranke häkelt am Strauche. Unter jedem Tritte ein Quellchen springt, wenn aus der Spalte es zischt und singt, o schaurig ist's übers Moor zu gehen, wenn das Röhricht knistert im Hauche. Fest hält die Fibel das zitternde Kind und rennt, als ob man es jage. Hohl über die Fläche sauset der Wind
was raschelt drüben am Hage. Da ist der gespenstische Gräberknecht, der dem Meister die besten Tore verzecht. Huhu, es bricht wie ein irres Rind, hinducket das Knäblein zage. Vom Ufer starret gestumpf hervor, unheimlich nicket die Föhre. Der Knabe rennt, gespannt das Ohr, durch Riesenhalme wie Speere. Und wie es rieselt und knittert darin, das ist die unselige Spinnerin. Das ist die gebannte Spinnelor, die den Haspel dreht im Geröhre. Vielleicht ist jemand jetzt gerade anwesend, der dieses Gedicht gehört hat. Wir befinden uns ja gerade in einem Moorgebiet und wir wissen, dass hier tatsächlich Menschen ums Leben gekommen sind. Wenn diese Menschen oder was von diesen Menschen bleibt und geblieben ist, jetzt gerade anwesend sind, nur ein einziger, dann würden wir uns sehr darüber freuen, jetzt Kontakt aufzubauen. Wenn du das auch möchtest und bereit dazu bist, ein paar Fragen zu beantworten, dann hast du jetzt die Möglichkeit dazu. Du kannst Geräusche von dir geben. Wir haben dort vorne ein Gerät aufgebaut. Das kannst du ausschlagen lassen, wenn du dich dem Gerät näherst. Das soll dich nicht erschrecken. Es dient einfach uns als Hilfe, dich zu bemerken. Vielleicht hast du Lust dazu. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Ist jemand hier anwesend? Ja oder nein? Also Leute, tatsächlich werden wir jetzt mal ein paar andere Gerätschaften herausholen, nämlich die GhostTube-App. Ich weiß, die wird teilweise kritisch angesehen, aber tatsächlich ist es so, dass die von vielen gut angesehenen Geisterjägern entwickelt worden ist und auch gerne genutzt wird. Du sagtest sogar, dass so ein paar Universitäten sogar... Tatsächlich gibt es einige, es gibt keine kompletten Studiengänge und es gibt auch keine... Fachbereiche in dem Sinne, aber es gibt wohl an einigen auch deutschen Universitäten Forschung im Bereich Parapsychologie, paranormale Forschung, was natürlich ganz interessant ist. Und an solchen, ich will nicht sagen Fakultäten der Universitäten, aber auf jeden Fall an solchen Bereichen wird diese App teilweise auch verwendet. Dazu haben wir uns überlegt, dass wir jetzt auch mal ein paar konkretere Fragen stellen. Man weiß ja ziemlich viel über die zwei Moorleichen, die hier gefunden worden sind. Trotzdem weiß man immer noch nicht genug, um genau zu wissen, warum die jetzt ausgerechnet hier im Moor verstorben sind oder warum zum Beispiel der ältere Herr stranguliert worden ist. Und vielleicht können wir das ja jetzt herausfinden. Gerade nanntest du das Wort Hexe. Vielleicht möchtest du uns etwas mehr dazu sagen, weitere Anhaltspunkte geben. Sophie. Ein weiblicher Name. Wir haben ja gehört, dass einige Todesfälle in dieser Gegend schon sehr, sehr weit zurückliegen. Wäre natürlich interessant zu wissen, ob es in düstereren Epochen unserer Geschichte eventuell auch mal dazu gekommen ist, dass Frauen, die der Hexerei beschuldigt wurden, eben auf eine vergleichbare Art und Weise ermordet wurden oder den Tod gefunden haben durch die Hand von anderen. Ich finde, es ist liegt zumindest nahe, dass sowas eventuell irgendwo mal passiert sein könnte, dass jemand ertränkt wird oder irgendwo ins Moor gestoßen. Könnte natürlich sein. Das war jetzt aber auch der zweite weibliche Name. Mhm. Wir haben Sophie und Paula. Mhm. Hat das irgendetwas mit diesem Ort hier zu tun? Seid ihr vielleicht hier und möchtet mit uns kommunizieren, Sophie oder Paula? Was sollte ich tun? Wir hatten gehofft, dass du eventuell eine unserer Gerätschaften hier in Anspruch nehmen kannst. Wir erwarten eigentlich nur ein Zeichen von dir, dass du wirklich mit uns sprechen möchtest. Ein eindeutiges Zeichen. Das wäre schön, wenn du das tun könntest. Warte mal kurz. Ich hab mich voll erschrocken. Die folgende Szene muss ich ganz kurz erklären, damit man versteht, was eigentlich abgeht. Denn es war ein absoluter Gänsehautmoment. Ihr wisst, wir haben ja gerade mit der Kommunikation begonnen. Und das auch ziemlich erfolgreich. Doch was jetzt passierte, war wirklich gruselig. Ein Mann kam mit seinem Hund, anscheinend einem ehemaligen Jagdhund, in unsere Nähe. Doch der Hund wollte nicht einfach weiterlaufen. Er starrte für mehrere Sekunden neben uns in die Leere.
Fast so, als wäre eine fünfte Person bei uns. Moin. 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 Ja, der sieht eine Gruppe und dann denkt er, er gehört da irgendwie zu. Verdächtig. So, das ist so auf Augenhöhe. Tasche. Kann er ruhig auch schnuppern, mal, immer, wenn er will. Da ist kein Wetter, sind wir einig. Ja, der war mal Yachthund und dann denkt er, jetzt geht's los. So, komm. Hast du was drauf? Hast du was drauf? Ich habe auf jeden Fall aufgenommen. Also, der hat nicht die Tasche angeguckt, ne? Ah, das war direkt hinter dir. Das war ein bisschen komisch. Das war schon unheimlich, jetzt gerade mit dem Hintergrund. Irgendwie ein bisschen Gänsehaut-Moment. Also, steht und der Hund war sich ja vollkommen sicher, dass da jemand ist. Also, ich habe auf jeden Fall nicht den Hund gefilmt. Ich weiß nicht, was ich gefilmt habe. Der hat richtig stur gerade dahin geguckt. Ja, aber Stalker. Aber nicht auf die Tasche, sondern wirklich irgendwas gerade hier in der Höhe. Über die Tasche rüber. Ja. Und wirklich direkt angeguckt. Ne? Und er war ja wirklich in dieser Haltung von wegen, ich stehe jetzt direkt vor einem. Ja, richtig so richtig. Ja. Das ist eigentlich ein bisschen dubios. Und wir standen hier in so einem Halbkreis und als wenn eben einfach jemand noch daneben stand. Ja. Meinst du, dass hier irgendwas jetzt aufgeregt also, oder dass hier was hervorgeholt hat, dass der Hund jetzt was gemerkt hat? Also zumindest, ich weiß es. Viele Zuschauer schreiben das auch gerne mal in den Kommentaren, dass ja angeblich Tiere und besonders Hunde angeblich ja irgendwie andere Sinneswahrnehmungen noch haben und da um einiges feinfühliger sind als wir. Ich meine auch mit dem, was man schon beweisen kann. Allein der Geruchssinn eines Hundes übersteigt ja den eines Menschen um ein Tausendfaches. Warum kann er denn nicht vielleicht auch noch andere Dinge wahrnehmen, die wir nicht sehen? Ist natürlich eine interessante Theorie. Und jetzt gerade das, die Situation eben, das war schon... War schon unheimlich. Vielleicht geht der Herr mit seinem Hund jedes Mal hier lang. Hm. Der Hund dachte er. Das könnte auch sein. Und weil wir jetzt hier standen, ist er eben spontan dann da lang gegangen. Ne? Aber der stand schon ziemlich lange da. Das waren ja wirklich 15 Sekunden oder so. Der hatte halt wirklich, also die Augen, also der hatte so ein richtiges. Also ich hab ja selber auch einen Hund, also der hat richtig die ganze Zeit so. Ja. Ob der da was gesehen hat. Mit so richtig aufgerissenen also Augen. Also hier schlägt es gerade aus tatsächlich. Bin ich die Moorleiche oder nicht? Nee, also es ist gerade wirklich unabhängig von uns allen irgendwie ein bisschen ausgeschlagen. Warst du das? Bist du hier direkt bei uns? Du kannst dich gerne hier dazustellen. Da. Gerade wieder ausgeschlagen. Lauf. Da. Möchtest du, dass wir weglaufen? Alter, ich hab Tränen in den Augen. Vielleicht kannst du uns ja... Also Leute, wir haben gerade einen Akku gewechselt und genau in dem Moment kam wieder ein neuer Name, nämlich Matthias, ne? Ich glaube Matthias. Matthias, über das Handy und wir haben alle unabhängig voneinander ein wirklich lautes Geräusch von dort gehört, wie so ein größerer Ast, der durchbricht, als wenn hier jemand in die Richtung läuft oder so. Also nicht hier. Nicht hier. Möchtest du, dass wir nicht hier mit dir kommunizieren? Beleidigt. Haben wir dich beleidigt? Möchtest du deine Ruhe? Was willst du? Was willst du? Alter. Wir würden gerne mehr über diesen Ort hier erfahren und die zwei Moorleichen, die hier gefunden worden sind. Mehr wollen wir nicht. Was möchtest du? Möchtest du uns was Böses? Beleidigt. Das klingt auf jeden Fall sehr negativ, als wärst du sehr unglücklich oder unzufrieden mit deiner jetzigen Situation. Wenn du es bist, der oder die beleidigt ist, dann würden wir vielleicht gerne erfahren, woran das liegt.
im Magen. So. Okay. Also die Atmosphäre ist eine ganz andere. Das klingt jetzt komisch, aber es fühlte sich gerade wirklich an, als hätte irgendjemand an meiner Taschenlampe gezogen. Also ich hatte die so in der Hand, ganz locker, und dann als wenn die nach vorne so ein bisschen... Puppe? Als wenn die nach vorne ausgerutscht wäre. Man kann auch sein, dass das jetzt, weil der Handschuh einfach ein bisschen feucht ist, gerutscht ist, aber war auch schon merkwürdig. Du sagtest zweimal beleidigt. Haben wir dich in irgendeiner Form beleidigt? Oder bist du beleidigt? Hat dich jemand beleidigt? Meint er oder sie damit, dass wir sie? Das ist eben die Frage, ne? Also du hast auf jeden Fall die Bestätigung, dass irgendjemand beleidigt ist, weil das da jetzt wirklich als Antwort nochmal auf die Frage kam. Ist eben nur die Frage, warum? Also wieso ist der oder diejenige jetzt beleidigt? Ob das an uns liegt oder ob das schon lange in der Vergangenheit liegt, der Grund dafür. Das würden wir von dir natürlich gerne erfahren, damit wir auch wissen, ob wir Schuld daran tragen, dass du beleidigt bist, dich beleidigt fühlst. Denn das möchten wir nicht. Wir möchten dich hier keineswegs stören. Und das K2 schlägt aus zur vorletzten Stufe als einmal ausgeschlagen. Hat es was mit uns zu tun, dass du beleidigt bist? Wahr? Also man wie ob es Vergangenheit oder Wahrheit? Ja, mit H. Also das stimmt. Also hat es was mit uns zu tun. Ich glaube, vor etwa 70 Jahren muss das gewesen sein, ne? Da wurden hier zwei Funde gemacht, da wurden hier zwei Leichen gefunden. Die eine davon war ein Junge im Alter von 15 bis 17 Jahren etwa. Arthrose? Ich habe Grusel verstanden. Nee, Grusel. Grusel. So ein Leichenfund ist natürlich etwas beleidigt. Etwas Gruseliges. Das ist das vierte Mal. Was sind das für Sounds? Wobei das eher so blubbernd klingt. Ja, oder Regen aufs Eis irgendwie. Häufigkeit wird es kein Vogel sein. Ist auch nicht unbedingt die Uhrzeit für Vögel. Wie viel haben wir jetzt gerade? 23:11 Uhr. Gesehen? Nee, gerade ausgeschlagen wird. Möchtest du, dass wir diesen Ort hier verlassen und dich in Frieden lassen? Du sagtest jetzt das vierte Mal das Wort beleidigt. Wenn du möchtest, dass wir diesen Ort verlassen, kannst du uns das jetzt mitteilen oder das graue Gerät zum Ausschlagen bringen, indem du es berührst oder in die Hand nimmst? Gerät. Ich dachte, ich habe es gerade hinterher. Ich habe jetzt kurz nicht gefilmt. Wie jetzt eben erwähnt, du hast das vierte Mal beleidigt gesagt. Und das jetzt gerade zum letzten Mal, unmittelbar nachdem wir über den Leichenfund gesprochen haben und du uns das Wort gruselig genannt hast. Da habe ich jetzt eben, bevor das K2 ausgeschlagen hat, gesagt, dass ein Leichenfund natürlich in der Tat etwas Gruseliges ist, etwas Unheimliches. Und dann hast du wieder von beleidigt gesprochen. Vielleicht warst du ja schon vor diesem Leichenfund hier. Auch in irgendeiner Form, die wir noch nicht so ganz begreifen können. Vielleicht warst du da schon verstorben, hast an diesem Ort deine Ruhe gefunden und dann ist es eben zu diesem Unglück gekommen, was dich in deiner Ruhe und in deinem Frieden an diesem Ort beleidigt hat, weil dieser Ort seither eventuell ein anderes Bild hat und Leute ein anderes Bild von diesem Ort zeichnen und es eben
eher mit unheimlichen Dingen verbinden, obwohl du eigentlich dich hier niedergelassen hast und deine Ruhe gefunden hast. Wenn dich diese Situation, diese Tatsache beleidigt hat, dann gib uns bitte jetzt ein Zeichen, ob das zutrifft. Nicht hier. Nicht hier. Ist aber gerade auch schon mal gefallen, oder? Ja. Nicht hier. Sollen wir an einen anderen Ort gehen? Nieder. 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 Sollen wir weiter runter zum Moor laufen? Vielleicht ein niederer, weiter tiefer. Also näher ans Moor, näher ans Wasser. Näher ans Wasser. Theoretisch können wir ja mal ganz kurz die Geräte so hier liegen lassen. Wir sehen ja, wenn jemand kommt. Sollen wir vielleicht einfach mal nur das Handy nehmen und Stefan nimmt das K2 Meter mit und wir gehen einfach mal ein bisschen mehr Richtung Moor. Okay. Also irgendwie ist das ein ganz komisches Gefühl, jetzt hier zu sein, direkt am Wasser, weil das halt so theoretisch wirklich, wenn man sich einfach vorstellt, dass hier vor etwa 70 Jahren jemand drin gelegen hat. Was willst du? Sag. Sag war das, oder? Nee, Sack. Nee, Sack. Nee, Sack tatsächlich als Beleidigung. Bier. Bier. Wir würden gerne herausfinden, warum du beleidigt bist. Bist du beleidigt? Haben wir es vorhin richtig verstanden, dass du beleidigt bist? Mollen. Mollen? Nee, mit wollen. Wollen? Ich hab's gesehen. Was? Hallo. 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 Schön, dass du da bist. Da, siehst du das? Mhm. Steckt aus. Nein, rausgeschlagen. Soll ich das K2 Meter nehmen? Ja, wäre vielleicht gut. Ja. Taschenlampe flackert. Habt ihr es gesehen? Dein Ding hat auch geflackert, genau. Dein EMF. Was willst du? Ich weiß nicht, ob man sieht, meine Taschenlampe flackert. Das hat sie noch nie vorher gemacht. Zumal die ja noch voll aufgeladen ist, ne? Sie ist, ja, es macht keinen Sinn. Man sieht's. Das K2 schlägt auch aus. Es hat gerade bis auf orange. Die Lampe. Jetzt natürlich nicht mehr. Warst das du? Hast du meine Taschenlampe zum... Was willst du? Wir haben ja eigentlich erklärt, was wir möchten. Wir möchten Kontakt aufbauen, was wir jetzt tatsächlich scheinbar geschafft haben, was uns auch sehr freut. Meistens ist es ja immer so, dass die Leute was geklaut haben und dann immer abhauen in den Moor. Vielleicht kann er sein. War verzweifelt. Schlägt schon wieder aus. Warst du verzweifelt? Hast du was geklaut? Pult. Was? Pult. Ich fand das aber auch interessant, wie gesagt wurde, nicht hier, zweimal. Mhm. Dann nieder, dann sind wir hingegangen und dann... Dann direkt kamen dann wieder Antworten. Ja. Jetzt schlägt es wieder aus. Mhm. Komm gerne hierher. Du kannst das Gerät gerne komplett zum Ausschlagen bringen. Ja, wirklich mit Orange, ne? Direkt im Wasser. Sollen wir vielleicht mal alle Lampen ausschalten und ich nehme die Vollspektrumkamera und mach damit eine Aufnahme? Mhm. Wir werden jetzt mal alle Lampen ausschalten. Wir würden uns freuen, würdest du weiter mit uns kommunizieren. Kurze Erklärung. Alles, was ihr seht, sehen wir nicht. Da es mit Infrarotlicht funktioniert. Welches für das menschliche Auge nicht sichtbar ist. Wir können einfach weitermachen, ganz normal mit dem Kommunizieren. Vielleicht kannst du ja einfach ein paar Fragen stellen. Alex. Ich weiß nicht, ob man das K2 auch deutlich sehen kann. Ja, kann man. Der Kamera, alles klar. Also, wir haben jetzt nochmal alle unsere Lichtquellen ausgeschaltet, um dir eventuell eine Atmosphäre zu bieten, die dem entspricht, was du hier sonst in der Nacht eben Puppe sehen kannst. Und zwar die Dunkelheit.
die dieses Moor hier umgibt und einhüllt. Und genau dort befinden wir uns jetzt auch auf der Suche nach Antworten durch dich. Wir stellen dir einfach noch einmal die Frage, die wir gestellt haben. Hast du etwas mit diesem Ort zu tun und bist hier verstorben? Wenn ja, dann gib uns jetzt bitte eine eindeutige Antwort. Entweder über die App oder du lässt noch einmal dieses Gerät ausschlagen. Ansonsten kannst du dich eventuell auch auf dieser Kamera zeigen. Dieses Gerät ausschlagen. Ansonsten kannst du dich eventuell auch auf dieser Kamera zeigen. Habt ihr es gesehen? Wenn es noch nicht alles wäre, dass alle Geräte durchdrehen. Genau als Alex sagt, dass die Präsenz sich auch auf der Vollspektrumkamera zeigen kann, sieht man das. Wie ein Gesicht, welches uns aus dem Gebüsch anstarrt. Glaub mir, es hat mir sehr viel Zeit gekostet, komische Dinge, die die Vollspektrumkamera aufgezeichnet hat, zu entkräften. Aber diese Stelle lässt mich wirklich nicht in Ruhe, da ich es mir einfach nicht erklären kann. Man erkennt eindeutig Augen und Nase und eine Reflexion kann es eigentlich auch nicht sein. Wo soll diese herkommen? Achtet in der nächsten Szene mal bitte darauf. Wenn ich wieder in die Richtung schwenke, dann sieht man es nochmal. Später im Video allerdings ist dort gar nichts. Habe ich hier etwas Übernatürliches gefilmt? Vielleicht waren wir die ganze Zeit wirklich nicht alleine. Und das könnte der Beweis sein. Was meint ihr? Schreibt es bitte unbedingt in die Kommentare. Wir können jetzt kaum etwas sehen. Es ist stockdunkel. Wir sehen die Reflexion im Wasser. Ansonsten ist es um uns herum sehr, sehr dunkel. Wenn du hier bist, Knoten, dann zeig dich bitte auch auf der Kamera, wenn du die Möglichkeit Nieder. Dazu hast. Wir sind jetzt tatsächlich so nah, wie es nur geht, ans Wasser getreten. Näher können wir nicht. Ansonsten müssten wir ins Wasser steigen und das haben wir nicht vor. Müde. Okay. Und hört wieder auf. Ja. Kannst du eventuell das Gerät einmal vollständig aufleuchten lassen? Bis zur äußersten Lampe, einmal bis zur roten Lampe, dass es einmal komplett aufblinkt. Ist dir das möglich? Vielleicht kannst du das noch einmal wiederholen. Hör mal zu. Ich wollte dich damit nicht hetzen. Ich wollte dich nicht dazu drängen, irgendwelche Kunststücke zu veranstalten. Wir versuchen das. Ja? Tut mir leid, aber ja. Vielleicht einfach mal. Pst. Wir hören ja, jetzt. Wir hören einmal kurz zu. Ruhig. Er steckt jetzt tatsächlich komplett aus, ne? Immer mal wieder bis zum Äußersten. Tief. Nieder, tief, vielleicht das steht. Vielleicht tief im Moor oder so, vielleicht. Mal vor, man wird jetzt das K2 in den See schmeißen. Es geht so runter, grün leuchtend, kommt irgendwann auf und dann fängt es an. 5 Ausschlag. Boah. Springen. Wir haben nicht vor, ins Wasser zu springen. Dafür sind wir nicht gekommen und wir möchten auch nicht, dass du uns in irgendeiner Form dazu verleiten möchtest oder sogar drohst. Denn wir sind mit guten Absichten hier und wir hoffen, dass du das auch bist. Wir wollen dir nichts Böses und dementsprechend wünschen wir uns auch, dass das andersrum genauso ist. Es hat keine Hand. Wie viel Prozent waren dein Handy? Ich glaube 90, als wir angefangen haben. Jetzt hat es 7. Geht das so schnell mit der App? Du hast es ja schon. Oder vielleicht wegen der Kälte? Es ist ja nicht mal so großartig kalt. Ne? Und mit der App hält das eigentlich auch eine ganze Weile in der Villa, in der zweiten Folge Geisterjagd. In der zweiten Folge Geisterjagd, da war ich ja auch über Stunden. Ich muss mir auf jeden Fall mal kurz Handschuhe holen, sonst sind meine Hände wirklich gleich. Wir können ja sonst einfach einmal. Ja. Jetzt schlägt es komplett aus. Gehen Sie nicht dorthin. Gehen Sie nicht dorthin. Wir wollten gerade zur Tasche zurück. Ich würde mir gerne
Handschuhe holen, wenn das in Ordnung ist. Jetzt geht das Handy aus. Aber es ist gerade von 6% auf 0% runtergesprungen. Hat es auch noch nie gemacht. Und dann noch der Ausschlag und die Aussage. Ich komme auf jeden Fall sofort wieder. Echt? Das kann auch nicht sein. Der Vollspektrum? Ja. Wie lange hält die denn normalerweise? Ich habe die nicht einmal angehabt. Normalerweise eine halbe Stunde, Stunde mindestens. Ja. So kalt ist es halt auch nicht, ne? Es ist absolut nicht kalt eigentlich. Also hier passieren echt ganz viele Dinge so, ne? Ja. Hier ist der Hund, Akku, dann dein Handy. Ja. Also die Technik spielt auf jeden Fall komplett verrückt in dem Herrenhaus. Da ist auch von jetzt auf gleich die gesamte Ladebatterie plötzlich ausgefallen und war komplett leer. Komisch, wo ich mit den anderen Geisterjägern unterwegs war, da war das bei dem anderen genauso. Mhm. Auf einmal ging die Kamera aus, ja. Hat voll gesponnen. Ja, man erzählt sich das ja tatsächlich immer wieder, dass es in genau solchen Momenten eben passiert und irgendwoher Präsenzen die Energie ja auch beziehen müssen. Und genau. Das, was man eben so dabei hat, eventuell ja dafür die Quelle sein könnte. Leon, was ist dein Plan? Akkus wechseln, weil die hier leer gehen, wie weiß ich nicht, obwohl es gar nicht so super kalt ist. Also es ist schon kühl, aber es war schon viel kälter und jetzt zum Beispiel die kleine Nachtsicht, also die Vollspektrumkamera, die ist komplett leer jetzt. Wollt ihr weitermachen? Ich würde sagen, wir machen weiter, oder? Ich weiß nicht, oder? Irgendwie ist es gerade, also das habe ich auch ehrlich gesagt noch nie erlebt. Also Leute, wir sind jetzt nochmal zurück, wo wir auch die K2 Meter liegen haben und wo wir auch angefangen haben mit allem. Jetzt probieren wir nach dem Kommunizieren über die App und über die K2 Meter mal aus, das Geisterportal einzuschalten. Du brauchst wirklich keine Angst zu haben. Wir bitten dich herzukommen. Mein Name ist Leon. Ich bin Alexander. Ich bin Dachan. Ich bin Stefan. Vielleicht möchtest du uns ja deinen Namen verraten. Also auf jeden Fall wissen wir jetzt schon mal, dass das Gerät richtig eingestellt ist. Dankeschön. Ab diesem Moment nimmt das Geschehen wieder einmal eine unheimliche Wendung. Als wir gerade dabei waren, in die Kommunikation mit dem Geisterportal zu gehen, sind sich Stefan, Alex und Berghand alle einig, etwas ziemlich Beunruhigendes gehört zu haben. Das sieht so aus, als ob da so relativ gerade, so wie so eine Linie, Tropfen runterkommen. Aber will ich nur so in einer Linie. Okay. Und das war erstmal so, ich dachte, das kommt von Stefans Kamera, aber jetzt ist es auch weg. Was war das? Was denn? Ja, ich weiß, was du meinst. Oh, die Kamera ist leider, oder? Ich glaube, da hat sie immer. Magst du auch mal ganz kurz leise machen? Oder kannst du aus, aber? Komplett aus? Was war denn? Ich habe irgendwas gehört. Leider ist es wegen des Portals ziemlich schwierig, im Nachhinein das Geräusch ausfindig zu machen. Aber ich glaube, es gefunden zu haben. Zeitlich und von der Beschreibung her könnte es dieses Geräusch sein. Es klingt tatsächlich sogar ein wenig nach Stefan, doch in dem Moment hätte dieses Aufstöhnen keinen Sinn gemacht. Und er meint auch zu wissen, dieses nicht von sich gegeben zu haben. Folgend nochmal eine Wiederholung der Aufzeichnung von der Vollspektrumkamera. Hast du was entdeckt? Das sieht so aus, als ob da so relativ gerade, so wie so eine Linie, Tropfen runterkommen. Aber will ich nur so in einer Linie. Und das war erstmal so, ich dachte, das kommt von Stefans Kamera, aber jetzt ist es auch weg. Ist da irgendwas gesprochen, das ist ja immer so. Irgendwie so. Genau, das habe ich auch gehört. Nee, ohne Scheiß jetzt. Irgendwie komisch alles. Und ihr habt echt so jemanden gehört jetzt, oder? Ja. Wenn jetzt keiner ist. Ich weiß nicht, ob das der Nachbar draußen ist. So langsam fühlten wir uns irgendwie richtig unwohl, fast schon unerwünscht. Zumal das letzte Wort, was wir richtig verstanden haben, respektlos war. Haben wir es an dem heutigen Abend vielleicht wirklich zu weit getrieben? Wie hat das geklungen?
so, ob jemand husten würde oder so. Ja, so. Ich hab so. Ja, oder so. So. Also meint ihr, das könnte was Paranormales gewesen sein? Oder was ganz Natürliches? Also ich dachte jetzt. Kann auch natürlich sein. Da ist halt kein Licht mehr. Ne? In keinem der Häuser ist alles schon dunkel. Alles dunkel, ja. Aber das haben wir alle gehört, ja. Außer Leon. Ich habe das nicht gehört. Du warst aber auch unten am Wasser, auf, ja. Auf dem Rohr. Ne? Ich habe mich auch gerade auf irgendwas anderes konzentriert, glaube ich, das Ding auszumachen oder so. Also generell, seitdem wir hier sind, alle elektrischen Geräte haben irgendwie mal komisch Sachen gemacht. Ist ja so. Ist eigentlich fast keins davon ausgenommen. Also bis jetzt auf das eins, das Handy jetzt, hat fast alles. Wie viel Akku hat das denn noch? Das machst du, also ich kann hier wieder nicht. Wieder aufgeladen? Also das macht keinen Sinn. Das ist jetzt auf komplett 100%. 100%. Was? Echt? Also alle technischen Geräte, es ist irgendwie weird. Ich einmal hier, aber als Beweis. Film das mal bitte. Licht. Könnt ihr euch das erklären? Nein. Sehr komisch. Ich meine 100%, wie lange hat man das, wenn das Handy aufgeladen ist? Aber er hatte nicht mal 100%. Ich hatte weniger als 100%. Ja. Und selbst wenn man es voll lädt, dann hast du das ein paar Minuten. Und wenn du es die ganze Zeit nutzt, das Display ist die ganze Zeit an, dann ist das ja direkt weg. Dann bist du ja schon schnell bei 99, 98. Habe ich das Handy, also habe ich das zwischendurch mal genutzt, also auf jeden Fall im Flugmodus und so, aber das lädt ja. Ja, wir benutzen jetzt auch schon eine gute Weile mein Handy für die App. Ja. Mit wem auch immer wir hier heute Abend kommuniziert haben. Wir danken dir, wir danken euch. Und verabschieden uns. So unbefriedigend, ne? Man geht mit mehr Fragen wieder nach Hause und aus diesem Video als mit Antworten. Aber ich bin schon begeistert, also mehr als letztes wortwörtlich Mal. Begeistert, ne? Leute, das war's. Ich bin auch begeistert von dem Ort, ehrlicherweise. Das ist bisher der Ort mit den, würde ich sagen, interessantesten Ergebnissen. Und schreit doch nur danach, nochmal wiederzukommen irgendwann mal. Absolut. Vielleicht auch nochmal bei anderen Wetterbedingungen, dass man tatsächlich vielleicht die ganze Nacht hier verbringen kann. Vielleicht war das Ganze auch zu gedrungen. Wir haben ja einiges mitgebracht, haben einiges versucht. Vielleicht überfordert man damit einige Energien und Präsenzen auch, weiß man ja natürlich auch nicht. Das war schon auffällig, habe ich in der Form jetzt auch noch nicht so erlebt. Also mal passiert eben was man sich nicht unbedingt erklären kann. Aber es war so eine ganze Kette an Ereignissen. Von dem Hund über die Bewegungsmelder, über die verschiedenen Ausschläge an den Geräten, dann die Worte, die Geräusche, die wir hier um uns herum hören. Das war schon unheimlich, auf jeden Fall. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wollt, dass wir nochmal wiederkommen. Wir gehen jetzt zurück zu den Autos, versuchen einen Schlafplatz zu finden und dann geht morgen die Tour weiter. Bis dahin, Leute. Ciao. Selbst nach dem Schnitt dieses Videos lassen mich diese Erfahrungen einfach nicht in Ruhe. Hatten wir wirklich Kontakt zu der Geisterwelt? Alle Hinweise sprechen jedenfalls dafür. Aber am Ende liegt es immer im Auge des Betrachters, inwiefern man diese Eindrücke interpretiert. Was meint ihr? Durften wir beim Windaby Moor in Kontakt mit jemandem oder etwas aus längst vergessenen Zeiten treten? So oder so, es war ein absolutes Erlebnis. Und das ist erst der Anfang. Stellt euch ein auf absolut atemberaubende Videos, die noch folgen. Schaut unbedingt in die Beschreibung, um zu Stefan, Berkant, Alex und dem Gewinnspiel von Wolfgang zu gelangen. Ich bedanke mich vom ganzen Herzen fürs Zusehen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mysteries.